hallo, ich würd gerne 2 5-Sterne-Döner bestellen. Genau, und zum Liefern dann einmal bitte. Okay, wie lange dauert das circa? Halbe Stunde, okay. Perfekt, dann Dankeschön, ne? Okay, bis dann, ciao. Halbe Stunde haben die gesagt, mal sehen, wie lange die jetzt brauchen. Aber ich kann schon mal sagen, vom Telefon, obwohl ich gelacht habe und sowas, mega höflich, echt. Ich wollte gar nicht lachen. Hallo, ich würde gerne, also ich habe ja vorhin nochmal angerufen, ich würde gerne 2 Döner bestellen. Also zum Liefern lassen, ne? Also zweimal, einmal Kalb und einmal Hähnchen. Wie lange dauert das ungefähr? Ja, okay. Bis dann. Jo. Timer. Timer, Bruder, jetzt ab, warte. Er ist jetzt da. So, dankeschön. Ja. Freunde, er war jetzt hier. Es sagt, wie lange hat es gedauert? Also 16 Minuten irgendwas. 16 Minuten und 43 Sekunden hat es gedauert. Johnny hat als erstes bei R-Döner angerufen, aber der U-Döner hat ihn eingeholt. Nicht schlecht. Und jetzt warten wir auf die nächste Lieferung. Und yes. Döner R hat gebraucht 26 Minuten 14, angesagt war 30 Minuten, also 4 Minuten schneller als angesagt. Sagen beide Bestellungen eigentlich gut in der Zeit, muss man sagen, ne? 5 Sterne. Genau. Ja. Freunde, 5 Sterne Döner, böses 5 Sterne Döner. Johnny hat bei einem 5 Sterne Döner Restaurant angerufen und ich habe bei einem 5 Sterne Döner Restaurant angerufen. Wir haben gerade getestet. Johnny, zeig mal deine 5 Sterne Döner. Seit 5 Sterne, wir werden jetzt nicht sagen, wie das heißt, wie der Laden heißt. Wir nennen das jetzt einfach bei Johnny Döner R und bei mir Döner U. Und zeig mal jetzt erstmal, wie lange hat dein Döner gebraucht? Mein Döner hat zum Liefern 26 Minuten 14 gebraucht. Genau, und mein Döner hat zum Liefern 16 Minuten und 43 Sekunden gebraucht, obwohl Johnny vor mir angerufen hat. Genau, wie gesagt, es sind beides 5-Sterne-Döner. Ja. Genau, und ich würde sagen, bevor wir mit dem Geschmackstest beginnen, werde ich erstmal eine Bewertung vorlesen, also meine U-Bewertung. Mein Laden heißt U und Johnnys Laden heißt R. Ich werde jetzt mein U-Döner-Bewertung vorlesen. Toller Laden, Service ist super, Preise perfekt, ohne jetzt Partei zu ergreifen, aber hier gibt es die besten Döner in der Stadt. Und Freunde, das stimmt wirklich, das haben echt wirklich viele gesagt. Jeder, der von irgendwo anders kommt und hier einen Döner probiert, sagen wirklich fast jedes Mal, hier schmecken die Döner richtig krank in unserer Stadt. Also das finde ich auch selber. Und jetzt zeig deine. Jetzt lese ich die Bewertung von meinem Dönerladen vor, so Dönerladen R. Sehr gutes Essen, es ist gut gewürzt und geschmacklich einer der besten aus Visselhövede. Wir kommen gerne hierher, da auch der Service super ist. Jungs, macht weiter so. Vielen Dank. Genau, und wie gesagt, wir haben diesmal extra 5 Sterne böses 5 Sterne genommen, weil das Konkurrenz und spannend sein soll. Genau. Und jetzt würde ich sagen, machen wir mit dem Geschmackstest. Wir probieren jetzt beide und danach tauschen wir und gucken, wie die schmecken. Ja. Ich würde sagen, bei 3, 1, Döner R. Genau. Und Döner U. 3, 2, 26 Minuten, 16 Minuten. Genau. Kann ja auch sein, dass es extra länger gedauert hat, weil die mehr Liebe da reingesteckt haben. Genau. Weil mehr Liebe braucht ja auch länger, weißt du? Und vielleicht, weil die mehr zu tun hatten und da weiß man nicht. Also okay, Geschmackstest genau. Jetzt. 3, 5 Sterne Döner. 2, 1, let's go. Scheiße, oder?
Also ich bin ehrlich, geschmacklich kommt dieser Döner wirklich an den 5-Sterne-Döner safe ran. Frisches Obst. Fleisch schmeckt, wie auch in dem Kommentar, das Fleisch schmeckt wirklich gewürzt. Salz und Gewürz mit Pfeffer und, ne, Pfeffer nicht. Auf jeden Fall schön, schön gewürzt das Fleisch, das schmeckt man raus. Schöne würzige Soße. Das Brot, ich glaube sogar selbst gebacken. Und ja, auf jeden Fall echt ein sehr, sehr guter Döner. 5 Sterne hat das auf jeden Fall verdient. Also bei mir, ich weiß nicht, ob das daran liegt, weil das jetzt trocken ist oder weil wir haben jetzt bestellt und wir haben jetzt ein bisschen gebraucht. Nicht direkt gegessen, jetzt ist das schon ein bisschen älter, das Döner. ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Das ist trocken gewesen und zu wenig Soße. Also jetzt... Ich muss erstmal Johnnys, also was heißt Johnny, jetzt erstmal den R-Döner probieren. Ich tausche jetzt einmal, genau. Genau. Die anderen Leute ist das zu sagen. So, das ist der schnelle Döner, Döner U. Döner U. Und der hier, der ist Baba. Okay. Nur zu wenig Soße hat da gefehlt. Anders, genau. Anders. Boah, auf jeden Fall okay. Hier ist halt noch so Petersilie, haben die noch reingemischt. Zwar fein, ist noch Petersilie drin, auch ein Pluspunkt auf jeden Fall. Ist anders, auf eine ganz andere Art und Weise. Auch sehr, sehr lecker. Warum lachst du, Junge? Ich verstehe nicht, warum du lachst. Oh. Amir hat gesagt, er hat ein bisschen zu wenig Soße, da muss dem ein bisschen mehr Pluspunkt geben. Aber trotzdem. Er war los, ich check das nicht. Wie findest du den Tag mal jetzt? Hör mal deine Beine dazu. Also bisher steht es. Warte, jetzt bin ich wieder da, Freunde. 1-0 steht doch bisher für immer, der war schneller. Freunde, warum ich jetzt gerade gelacht habe, ist einfach vorhin was passiert. Muss uns tot lachen und ich erinnere mich die ganze Zeit wieder daran. Ich finde den. Wirklich das Brot, richtig geil, selbstgemachtes Brot und das ist so schmackhaft, das ist ein bisschen zu trocken, aber der ist auch gut. Ihr wisst, was passiert ist, das ist einfach zu crazy, Freunde, tut mir leid, egal. Also, Stand jetzt, wir haben jetzt einmal die Zeit. Kann ich mir nicht. Einmal die Zeit, der war auf jeden Fall fixer und schneller. Genau. 1-0 für den hier. Ja. Dann, Geschmack. Auf jeden Fall das hier. Er steht 1-1. Genau. Bewertung beides 5 Sterne. Höflichkeit. Genau, das wollte ich sagen. Am Telefon und bei der Lieferung. Also ich bin ehrlich, am Telefon kann ich nur von Pizza Döner R sagen. Also von der Seite. Ich vertausche einmal kurz, dass der ich angerufen habe. Döner R war, obwohl ich am Telefon so krass gelacht habe, obwohl ich eigentlich übertrieben krass lachen musste, Lachflaschen und sowas, 2 Getränke noch dazu verdrängt. So und ich. Sehr, sehr höflich an der Tür, auch sehr, sehr höflich, da habe ich auch immer noch schön Trinkgeld gegeben, weil höflichen Menschen, das finde ich schön und das, dann gibt man auch Trinkgeld an. Ne? Also bei Döner R auf jeden Fall ein Pluspunkt. Und wie sieht es bei Döner U aus? Digga, warum ist das bei uns passiert, Digga? Freunde, uns ist was passiert, wir mussten uns so tot lachen. Es ist einfach was Krankes passiert, ohne Scheiß. Boah. Auf jeden Fall bei Döner U. Ich bin ehrlich,
Ich kann dazu nichts sagen, weil das war einfach stumpf. Ich habe einfach gesagt, ich will einen Döner. Und er hat es mir einfach gemacht. Und er hat es einfach hergebracht. Ich weiß nicht, ich kann da nichts zu sagen. Also, sage ich mal, es hat mich nicht gestört, würde ich jetzt auch einen Punkt geben. Aber bei mir war wirklich extrem nett. Ja, bei dir war auch extrem nett. Ich weiß nicht, wie haben die sich angehört? Hat er auch korrekt gesagt, oder? Ja, ja. Ja, dann sagen wir mal einen Punkt für dich. Also ja. Steht es 1-1. Es steht jetzt 2-1 für genau. Döner R. So, Freunde, jetzt die letzte Frage an uns beiden. Weil auf 3 werden wir entweder sagen U oder R. Meine Frage ist jetzt, wo würdest du essen und wo würdest du dich wohlfühlen? Wo würdest du gerne hingehen? Also im Endeffekt, wenn mir jetzt Schnelligkeit wichtig wäre, würde ich jetzt Döner U wählen, weil Döner U war extrem schnell. Ja, die waren extrem schnell. Extrem schnell, 15 Minuten, das ging auf jeden Fall ab. Okay. Genau, wir müssen eine Entscheidung treffen. Eine Entscheidung, okay. Bei 3, R oder U? Okay. 1, 2, 3, R. Genau, Freunde, aber U war auch mega gut und auch lecker. Ja. Wir haben vergessen zu sagen, wie viel es gekostet hat. Und zwar, mein Döner, also Döner U, hat 3,50 Euro gekostet und deiner hat... Der hat 4 Euro gekostet. Also 50 Cent teurer, von der Zeit her ein bisschen längerer, das 50 Cent billiger, aber von der Zeit her ein bisschen schneller. Also, dass es überhaupt noch 3,50 Döner gibt, das ist echt Respekt. Mhm. Genau, weil viele haben auch 4 Euro und das ist echt nicht schlecht, dass man das noch 3,50 macht. Echt heftig. Freunde, auf jeden Fall, ich würde sagen, das war's mit diesem Video. Wenn ihr Bock habt, dass wir weitere 5 Sterne und 1 Stern versus 5 Sterne oder 5 Sterne versus 5 Sterne machen sollen, was ihr auch, schreibt auch in die Kommentare, was wir als nächstes machen sollen. Entweder einen Pizzaladen testen oder was weiß ich. Seid kreativ und schreibt das jetzt in die Kommentare rein. Und dann würde ich sagen, folgt uns auf Instagram, hier unsere Instagram-Namen. Und dann würde ich sagen, das war's mit diesem Video. Bis zum nächsten Mal. 3, 2, 1.